Samuels, ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Rupi, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hat die Kreatur das auch. Kann ich mich hier verstecken? Damit man kurz lesen kann hier. Das bezweifle ich. Du magst mich viel zu sehr, als dass du mich ignorieren könntest. Ach, Arte! Verdammt, du kennst mich schon viel zu gut. Das finde ich ganz doof. So, wir gucken mal aufs Terminal. Autopsiebericht. Foster Catherine, bla bla bla, Alter 39, weiblich, Besatzung der Anesidora. Leichnam identifiziert durch Marlowe, Kapitän der Anesidora. Jetzt muss ich mal kurz scrollen. Wie, geht das jetzt doch nicht mehr? Verdammt. Bild nach unten. Damit ist auch egal. So. Freigegeben. Nein, Audio. Ja, abspielen. Turner, hier unten in San Cristobal ist was passiert. Sperren Sie hey, Critical! Kuckuck! Willkommen im Quietschespiel! Das bleibt vorerst unter uns. Absolute Verschwiegenheit. Auf der Station sollte jetzt wirklich besser keine Panik ausbrechen. Und noch was. Wenn ich rausfinde, wer das an Ransom weitergegeben hat, dem werde ich seine Scheißdienstmarke zu fressen geben. Er taucht auf, faselt irgendwas von Sixen Sonderrechten und hat sich das ganze Theater aus nächster Nähe anschauen können. Dies ist ein ernstes Problem. Das Letzte, was ich brauche, ist, dass dieser Ransom Schwierigkeiten macht. Waits, Ende. Also Waits war so ein richtiges Sonnenscheinchen, ne? So, kann ich jetzt runter? Runter, runter, runter? Hallo? Runter? Kuh? Runter? Okay, ist nix. San Cristobal Krankenstation empfiehlt Sixen Krankenversicherung. Kann ich mich hier verstecken? Ich gehe mal hier runter. Ich weiß nämlich nicht, ob der gerade hier mal reinkommt. Jetzt sind wir da weg. Ich gehe jetzt mal zurück zu der anderen Seite. Was ich beim guten Sir Nonny gesehen habe, ist, habe ich, sehe ich hier nicht. Oh, ach du Schande, direkt über mir ist hier ein Wind. So, mal kurz Zwischenstation machen. Critical, du hast echt, du hast eine gute Szene verpasst. Alter Verwalter, ich habe immer noch Herzprobleme. Ja, dabei streame ich eigentlich in letzter Zeit relativ... Was war das denn? Achso. Der holt sich gerade, glaube ich, die Menschen. Ratte. Mann, du bist echt eine Ratte. Jetzt versuchst du, den guten Critical auf deine Seite zu ziehen. Ja, ich persönlich finde, das ist ein Splatter-Spiel. So, und der soll jetzt mal abhauen. So, der hat jetzt alles weggeschnackelt. Yummy, yummy, yummy. Hä? Der war doch... Nimmt Anlauf und holt mich dann wieder raus. Ich hasse dieses Spiel. Er ist aber noch nicht weg, der Sack. Der turnt da hinten noch rum und sucht mich. So. Ey, das Spiel will ich mich doch verarschen. Sag mal, kann der jetzt mal alles auf einmal essen? Und nicht immer nur häppchenweise, das irritiert mich total. Ist ja furchtbar. Puh. Jetzt kommt er wieder zurück. Hat er noch nicht alles gemampft? Geh weg. So, Schluss jetzt. Aus. Psst, psst. Sitz, Platz, da hinten. Ab in ein Körbchen. Oder Nest. Oder was auch immer.
Ja, willkommen zu meinem Alien Isolation Stream. Ich bin der Meinung, wir machen heute mal ein soziales Experiment. Wir werden jetzt die ganze Zeit unter einem Bett hocken. Ich möchte einfach mal auf den Umstand hinweisen, dass dies ein sehr sauberes Bett ist. Also ganz ehrlich, wenn schon unter einem Bett hocken, dann in Alien Isolation. Denn hier sind die Betten so sauber wie nie. Und das gilt auch für unten drunter. Also unter den Betten natürlich. Ja. Vorher war ich eine Schranklilie, jetzt bin ich eine Bettlilie. Und das bitte nicht falsch verstehen. Was? Dam, 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 dam. Ja, ihr seid böse. Der kommt gleich hier runter. Ich gehe schon mal ein Stück zurück. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Der ist gemein und böse und fies und. So, komm. Das bringt nichts. Ich kann nicht die ganze Zeit hier unter dem Bett hocken. Ich hocke lieber gleich unter einem anderen Bett. Ach, hier ist. Auch hier ist direkt. Guck mal, hier ist es auch so sauber. Es ist unglaublich. Hier hat er mich vorhin rausgeholt, aber wie? Und ich war doch schon ganz weit hinten an der Wand. Vielleicht hätte ich nicht angucken sollen. Wer weiß. Ja, ganz ehrlich, Ratte, weiße Hai-Melodie wird es jetzt echt bringen. Ich bin ja auch mega, mega Fan von Weißen Hai. Alle Bücher gelesen. Die Bücher sind tausendmal besser als die Filme. Ja, kommt schon wieder hier hin. Also die Geräuschkulisse ist der Hammer. Die kriegt man, wenn man das als Let's Play irgendwo sieht, überhaupt nicht so richtig mit. Also ich hätte es nicht gedacht, aber ich werde auch nicht müde, das zu wiederholen. Alien Isolation gucken irgendwo und Alien Isolation selber spielen, das sind zwei absolut unterschiedliche Paar Schuhe. Oh oh. Bitte nicht. Bitte bleib oben. Ich hab dir doch nichts getan. Aha. Kann ich? Nein. Die Sau, wenn er sich nicht bewegt. Komm. Gerade etwas angespannt, mea culpa. Nein. Da war ich, glaube ich, schon drin, oder? Ah, hier sind wir. Okay. Gerade. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ist ein Bett? Nein. Ich weiß, ich muss nicht hier hin, aber ich suche irgendwas, wo ich mich verstecken kann. Das sieht nicht gut aus. Hier kommt man nicht runter. Ach, halt doch mal die Klappe, Mädel. Hast du mich jemals rauchen sehen? Oh, bitte bleib weg, du Stück Schande. Hier ist aber auch... Doch, da ist ein Bett. Okay. Hier haben wir was im Boden. Ich hab's gesehen. Soll ich mal wieder was bauen? Ich gehe mal kurz unters Bett und guck mal, ob ich was bauen kann. Ich habe noch drei. Blendgranate? Ja. Okay. Kann ich in diesen Rohrbombe? Ah, oh, da braucht man aber echt viel. Ich weiß mal nicht, wann und wie man die vielleicht braucht, aber ich muss mal ein paar Ressourcen hier verdeppern. Okay, dann kann ich jetzt mal lesen. Unter meinem. Ich habe ja auch die Peitsche für dich. Meine Peitsche ist bei mir. Es gibt nur eine neunschwänzige, so wie meine. Und ich habe ja von Miri gelernt, nicht mit Knochensplittern, nein, mit Keramiksplittern. Scherben. Zum Weißen Hai, ja? Gibt's Bücher? Critical. Was willst du denn damit sagen? So jung bist du auch nicht. Also zumindest beim Originalbuch zum ersten Teil. Das war vorher da. Bei den anderen wäre ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Beim zweiten glaube ich auch. Und dann gab es ja den inoffiziellen dritten. Den konntest du eigentlich mehr oder weniger in die Tonne kloppen. Auch wenn ich Louis Gossett Jr. sehr gerne sehe oder gesehen habe.
Und ja, der nächste wirklich eigentlich offizielle weiße Hai-Film, wo ja zumindest die Ehefrau von dem Rob Schneider noch mitspielte, da spielte dann ja auch Sir Michael Caine mit. Allein deshalb liebe ich den Film schon. Und der Humor in dem Film ist einfach toll, auch mit Mario Van Pebbles, oder heißt nur Mario Pebbles, als dieser schwarze, farbige Vorschaukumpan vom Sohn, vom Mike. Ist das nicht der gleiche Raum, wo wir vorhin schon waren? Alles klar, Ratte. Ich habe mich gefreut, dass du da warst. Ja, dann schaust du später an. Schlaf gut und träum süß. Und ich wünsche ein schönes Wochenende. Tu mir bitte einen Gefallen. Bestell mal ganz viel Regen für uns. Ich habe die Schnauze voll von Sonne. Ich mag nicht mehr. Critical, wow, du bist fast 30. Ey, ich wünschte, ich hätte deine Probleme, ey. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Mir schläft gerade mein Bein ein. Oh, ich hasse diesen Stuhl. So, dann schauen wir mal. Die Luft sieht rein aus. Oh, ein Terminal. Aber ich glaube, hier waren wir schon, oder? Nee. Menschliche Note. Dies ist eine formelle Beschwerde an die Krankenstation. Ich möchte nicht von einem Androiden behandelt werden. Egal welcher. Ich bin ein leitender Angestellter von Seixen mit beträchtlichem finanziellen Anteil an Sevastopol. Ich erwarte eine angemessene Behandlung und zwar ausschließlich von Menschen. So, wie das Alien kommt jetzt. Dienstplan ist mir Wurst. Medizinische Aufzeichnung. Ah, da muss ich ja erstmal rein. Paul B., behandelt der Ärztin Dr. Lingard. Akute Verätzungen an Arm und Bein. Ja, wir wissen ja, wer das war. Das wird wahrscheinlich ein Facehugger gewesen sein. Wright L., behandelnder Arzt Dr. Coolman, der Arsch. Verdacht auf Hirnschaden als Folge von Ersticken durch Erwürgen. Keine Behandlung möglich. Bettenverschwendung. Das war auch ein Facehugger. Okay, Audio. Spielen wir mal ab. Lingard hier. Die Marshals wollen, dass wir jetzt nach dem Vorfall die Krankenstation absperren. Sie schicken ein Team, um herauszufinden, was die Patientin eingeschleppt hat. Ich habe ihnen gesagt, dass es schnell war, aber sie scheinen überzeugt, dass sie es einfangen können. Nette. Ich werde draußen ein vorübergehendes Krankenstation aufbauen. Das Kommando. Lassen Sie Kuhmann nicht rein, was er auch sagt. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass er sich in Gegenwart... Okay, das war das erste Mal, das war... Medizinisch selbst ja, das erste Mal, das war, in den Genuss kamen. Ne, das klingt jetzt falsch. Das kann ich nicht sagen. Ich sag einfach gar nichts. Diese Todesart von hinten mit der Spitze vom Schwanz war jetzt zum ersten Mal die unsere. Ernsthaft? Really? Die ganze Scheiße von vorne? Damn it. Ob ich da wieder irgendwo einen Speicherpunkt übersehen habe? Och nö, nicht jetzt. Hier ist alles im Eimer serviert. Nicht jetzt. Ja, ich hatte Besuch. Verdammt. Na, schon wieder die Stimmen. Ich höre Stimmen. Ich höre fremde Stimmen. Ihr werdet gleich alle vernascht. Also, dass der manchmal buggy ist, hier der Motion Tracker, das nervt mich. Er war gar nicht... Ich verarsche mich eigentlich immer selber. Der war gar nicht buggy. Ich frage mich ja manchmal, was das Alien da oben macht. Ich muss mir selbst den Weg durchschlagen. Was ich noch irritierender finde, ist... Man weiß ja, dass das Alien sich gerne in Luftschächten voranbewegt oder fortbewegt. Man kann niemandem trauen. Ich muss mir selbst den Weg durchschlagen. Ja, mit Betonung auf Schlagen oder auch wahlweise Schießen. Alien, liebes Alien, klein Fritzchen. Happa, happa. Komm runter. Ich hasse es hier. Ich auch. Aber unter den Betten ist es echt sauber. Ich sehe keine einzige Staubfluse.
Ist doch super. Ingo. Ist jetzt weg? Muss ich in die Richtung? Ich muss in die andere Richtung. Ja, lach ruhig lauter. Nicht, dass der mir jetzt schon wieder wegnascht. In einem vergangenen Leben würde meine Schicht ungefähr jetzt beginnen. Jetzt steht doch bitte nicht da eine, oder? Oh, scheiße. Weißt du was? Wofür habe ich das denn? Unglaublich, die haben ihn einfach erschossen. Hier ist alles so schnell außer Kontrolle geraten. Ich bin böse! Wie jetzt? Ich höre kein Geschrei? Ach, ihr trefft... Ich bin ja so gemein! Jetzt nur einen schreien gehört. Alien, auf dich ist auch kein Verlass hier. Bist du denn? Okay, da sind 2 Signale, 3 Signale. Latschen die jetzt hier gerade rum? Ja. Was? Du kriegst Besuch? Was hat das gefunden? Happa, happa! Das war schon eine fiese Aktion mit dem Geräuschmacher, muss ich ja zugeben, aber hey. Ja, lieber Critical Arts, wir sind ganz alleine sozusagen unter uns. Hast du die Alien-Filme schon gesehen? Oder hast du Alien Isolation schon selber gespielt? Ich muss ja ein bisschen Smalltalk hier machen, während ich unterm Bett hocke. Das habe ich nicht mitgekriegt, ob er schon oben ist. Ist er jetzt hoch oder runter? Also manchmal ist das echt komisch. Ich sehe sein Schwänzchen. Ist das sein Schwänzchen? Ja. Ey, ganz ehrlich, das ist doch Beschiss. Ich glaube, vor mir und hinter mir ist so ein scheiß Vent. Also ich kann dir... Bonito, altes Haus, hallo oder willkommen zurück, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ja, ist ja schön. Auch wenn du nur kurz reinkommst, um Hallo zu sagen, da freue ich mich trotzdem. Ne, Critical, wenn du nur den ersten gesehen hast, der ist ja relativ zäh. Gerade bei den jüngeren Generationen ist es schwierig, den zu sehen, weil der halt auch vom technischen her nicht so den heutigen Standards entspricht. Oh. Kommt der ja jetzt raus? Oh, scheiße. Oh, das war knapp. Leck mich doch alle fort. Denkst du, er ist oben? Ist er schon wieder unten? Ich hasse die Vents. Kommt jetzt auf der anderen Seite wieder runter? Ich komme hier nicht mehr weg. Ja, will ich. Ich möchte nicht mehr von einem Alien versorgt werden. Aliens sind scheiße. So, jetzt hat er aber alles weggefuttert, oder?
Ey, der geht mir so auf den Senkel. Lass mich doch wenigstens irgendwo... Ah, hier bin ich richtig. Alter Verwalter. Wie sieht's aus? Boah, jetzt kommt wieder nix. Ach, das ist aber lieb, hör mal. Dabei finde ich meine Stimme ganz fürchterlich. Aber ich glaube, so geht's ja den meisten. So quietschig. Ich meine, Sir Nonny hat's ja schon sehr vortrefflich formuliert. Ich bin nicht Lademonia, ich bin Quietschemonia. Aber hey, damit kann ich ganz gut leben. Es ist ja zumindest die Wahrheit.